bin Schalgatur. Wie kannst du es wagen, mich zu rufen? Sprich, Unwürdiger! Kasim neigt das Haupt. Erhabener Djinn des Feuers. Ich bin Kasim Ibn Alam aus dem Konzil der Elemente zu Draconia. Du bist unterwürfig. Ich verachte Schwäche. Ich habe dich gerufen, um mir und meinen Gefährten im Kampf beizustehen, um uns zu beschützen vor den grausigen Kreaturen, die auf Maraskan leben. Vielleicht gegen Dämonen, vielleicht gegen ihre Diener, vielleicht auch nur gegen ein schreckliches Untier. Dinge, die unser Körper nicht bewältigen kann, aber deine Macht in der Lage wäre. Nur meine Macht. Ihr, wie gesagt, schafft es nicht. Ihr seid schwach. Er streift wie ein Parder, wie eine Katze um dich herum. Du kannst spüren, wie deine Robe Feuer fängt. Du stehst immer noch da. Ich bitte dich, in einer Zeit von einer Woche gegen 4 einzelne mächtige Feinde zu beschützen. Respektiere mich und ich respektiere dich, aber Schwäche und Unterwürfigkeit verachte ich. Ich bin Schalgatur. Kasim überlegt einen kurzen Moment. Vor dir verbrennt das feurige Wesen. Nur ein Häufchen Asche bleibt noch. Und während du das Ganze betrachtest, nicht ganz sicher bist, ob es funktioniert hat, kannst du sehen, wie dein Magierstab anfängt zu brennen. Und dann ausgeht. Nur ein leichtes Glimmen, was noch übrig bleibt aus der Spitze deines Stabes. Wie ein heißes Stück Kohle. Kasim bleibt einen Moment stehen. Atmet schwer. Sagt dann mit fester Stimme: Es ist vollbracht. Deine Robe brennt. Du bekommst 1W6 SP. Weniger gut. Er macht sich schleunigst daran, diese Robe auszuziehen. Gut. Das haben natürlich alle mitbekommen. Du siehst, wie 200 Augenpaare auf dich gerichtet sind. Magier, Arbeiter, Söldner, die Helden. Alle blicken dich an. Vor dir die weiße Robe, beziehungsweise graue Robe, ich bin mir nicht ganz sicher, deine Beschwörungsrobe, die ja jetzt gerade vor sich hin brennt. Und du immer noch in der Mitte dieses Kreises aus Feuerschein. Schließt einmal die Augen und packt dann mit einem festen Griff seinen Stab, der jetzt wahrscheinlich vom Gefühl her eher etwas wärmer ist. Richtig. Dann steht er auf, steht nur noch in Unterkleidung da und blickt zu den anderen, nickt ihnen einmal mit festem Blick zu und wieder zurück, nicht schlecht unter Hosen, Magier. Marschiert dann in Richtung seines Zeltes, um wieder die normalen Klamotten anzuziehen. Mats, ein OT-Verständnis, was hast du denn da eigentlich geredet? Also was hat man denn da so gehört? Also nur Formeln oder hast du da tatsächlich irgendwas erzählt? Das sind eigentlich nur Formeln, aber ich habe jetzt... Djinn des Feuers, eil herbei, diene mir und sei dann frei. Ich habe die alten Formeln, wie gesagt, nicht drauf. Also sowas ungefähr in Urtulamidia. Okay, nur ja, die Frage, keine... ob man dich halt verstanden hat, was du quasi gesagt hast, ob man genau vom Wortlaut versteht, was du da jetzt gerade getan hast. Ja, also hast du definitiv. Mund auf und denkt sich nur, was hat der da geredet, weil man versteht ja, was du gesagt hast. Also, ja, die Worte, aber wahrscheinlich von der Bedeutung her klingt das Pachchinesisch, sagen wir es mal so. Also, ja, das halt war unglaublich beeindruckend. Der Magier, der sonst immer so bleich und blass und sprachlos ist, der jetzt in der Mitte dieses altexischen Ritualplatzes einen Djinn des Feuers, einen brennenden Parder gerufen hat, der laut gesprochen hat, verächtlich, und ihn dann in seinen Stab gezwungen hat. Jeder wird verstehen, dass man sich mit einem solchen Menschen nicht anlegen sollte.
Heiliger St. Gilborn, was war das denn? Wenn Kasim an ihm vorbeiläuft, meint er, schaut er Jalan an, lächelt. Das war die Macht der Elemente. Die Macht, den wir, die Elementaristen, den Dämonen entgegenschicken. Ja, dann schluckt einmal gut sichtbar und müht sich ab, nicht instinktiv einen halben Schritt zurückzutreten. Er beeindruckt Kasim. Beim nächsten Mal empfehle ich, Dinge zu tragen, die nicht sofort in Brand aufgehen, wenn man etwas ruft, was Feuer mag. Er lächelt. Ja, das war nicht so beabsichtigt. Oder man sollte sich vielleicht einmal Wasser von deinem Kumpel zurechtlegen lassen. Könnt ihr das auch? Er fragt mich das. Dynar, hast du es mal wieder? Ich wollte ehrlich nein, gesagt, das kann ich nicht, Dynar. Ich kann mich aber selbst in so ein Tier verwandeln, es brennt nur nicht. Wow, kann man euch denn anzünden? Das werde ich zu verhindern wissen. Oh, was war das? Sah aus wie ein Hund. Ein Parder war das. Ist das das, von dem uns Emira Misabo erzählt hat? Die zu zweit angreifen? Ganz genau, gut aufgepasst. Wow. Wie häufig im Dschungel. Ehrlich wird es, wenn man sie einzeln trifft. Wenn ein paar auftreten. Okay. Aber ihr seid auch ähnlich mächtig, oder wie? Kommt drauf an, wie du das siehst. Also, ich kann sicherlich viele Dinge, die Kasim nicht zaubern kann. Dafür kann ich so etwas nicht. Okay. Viel gut, dass ihr mich dann beschützen könnt, wenn irgendwelche fiesen Dinger kommen. Und ich kann euch dann gegen Schlangen oder sowas beschützen. Ja, das halte ich für einen guten Handel, das machen wir. Okay. Solange ich irgendwas dagegen tun kann mit meiner Axt, ist ja okay. Naja, das meiste wird mit einem Axthieb, dass wir das überwinden können hier im Dschungel. Wenn wir nachher... Wenn wir später ins Gebirge kommen, in die Gebiete der Ungeschaffenen, vielleicht habe ich da noch ein paar Asse im Ärmel, uns zu unterstützen. Kasim kommt irgendwann mit normalen Klamotten wieder aus dem Zelt hinaus, schüttelt sich einmal. Puh. Im Schweiße seines Angesichts sucht er sich dann erstmal irgendwas zu trinken. Dein Stab lässt sich jetzt nicht mehr zum Gürtel formen. Dessen bin ich mir bewusst. Der muss jetzt getragen werden. Gut. Das Einzige, was ich damit momentan machen könnte, wäre ein Flammenschwert wahrscheinlich. Okay. Für den heutigen Abend noch irgendwas? Oder wollt ihr schlafen, regenerieren? Irgendwelche generischen Gespräche noch abhalten? Trinken. Natürlich wird das ganze Lager über dich reden. Ich hoffe nur, er kann den Geistern, die er ruft, auch wieder bannen. Sag Kasim, hast du dem Djinn die Gestalt gegeben oder konntest du das nicht beeinflussen? Nein, man kann konkrete Elementare rufen, Djinne, Meister sogar. Aber für sie braucht man eine Subthesis, einen wahren Namen. Ähnlich dann war's, wie... Dann war es also ein Wesen, das dem Land ähnelt, wo du es gerufen hast. Exakt. Dieses Wesen repräsentiert das Feuer auf Maraskan. Sehr interessant. Du musst mir da mal Details drüber erzählen, wie und das anfühlt, wie du mit diesen Wesen kommunizierst. Meister sind dann noch größer? Wer sagt das? Dynar. Oh ja. Kasim hat jetzt einen absolut ehrfürchtigen Ton aufgelegt. Ein elementarer Meister ist die Krone seines Elements. Nichts, was man Mächtigeres rufen kann. Wow. Ich kenne die Thesis, Spruch, aber würde nicht wagen, ihn anzuwenden. Ich habe ein einziges Mal einen elementaren Meister des Feuers gesehen.
Auch aus 200 Schritt Entfernung hat man die Hitze auf der Haut gespürt. In meinem Umkreis von 20 Schritt ist alles instantan verbrannt worden. Wow. Gas, alles Wasser ist schlagartig verdampft. Nur dieser, in meinen Augen, zu diesem Zeitpunkt, verrückte Magier stand dort und hat ihn mit einem donnernden Befehl so gebracht, seinem Willen zu gehorchen. Vielleicht lernt ihr diesen Zauberer irgendwann mal kennen. Er ist der Großmeister meiner Schule. Ich glaube, er war schon einmal mit Drakorium auf einer Expedition. Sicher bin ich mir da aber nicht. Vielleicht habt ihr seinen Namen schon mal gehört. Pyriander die Areachos. Was? Nee, keine Ahnung. Er gilt unter den Elementaristen als Größter, der momentan auf dieser Welt wandelt. Also Kasim sieht auch aus, wie als hätte der gerade einen Marathon gelaufen. Rein von seiner körperlichen Verfassung. Und das ist nicht nur die Hitze gewesen, so viel steht fest. Ja, also du überlegst jetzt unabhängig von diesen Modifikatoren vor Ort mit Feuerschale, du würdest dich nicht trauen, den einfach so im Dschungel zu rufen. Weil jetzt unabhängig davon, dass dann alles anfängt zu brennen, aber naja, du brauchst danach Wasser, du brauchst viel Ruhe, du brauchst eine neue Kleidung und das ist eben nur an diesem Ort möglich. Da kann man vielleicht andere Dinge rufen, sowas wie ein Humus Elementar oder ein Humus Djinn, aber so ein Feuer Djinn ruft man nur einmal und das ist an dieser Stelle genau das Richtige gewesen. Ich hatte noch überlegt, tatsächlich vorher Wasser zu gefrieren, um Eis zu nehmen, aber hab dann gedacht, wenn ich den in der Umgebung loslasse, der fängt an, alles umzunieten. Ja, bei Humus, der freut sich einen Keks. Gut, ich würde sagen, wir beenden die Runde an dieser Stelle und gehen dann über in die Kritikrunde. Wir beenden also noch nicht den Tag, das heißt keine Regeneration, sehe ich richtig. Ne? Also, wie gesagt, ich brauche jetzt hier nichts mehr auszuspielen, ich bin von meiner Seite aus fertig. Ihr könnt regenerieren, wir können auch den nächsten Tag komplett skippen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt komplett voll. Dann lassen wir noch zweimal regenerieren und dann machen wir eine kurze Zwischenpause. Dann können wir nämlich sagen, beim nächsten Mal können wir mit dem Aufbruch direkt beginnen, okay? Okay, genau so machen wir das. Wir haben jetzt heute den 13. abends. Dann regeneriert ihr den 14. und ihr regeneriert den 15. Das heißt, am 16. Hesinde frühmorgens geht es los. Das heißt, also jeder hat jetzt insgesamt zwei Regenerationen und dann schauen wir, wo wir alle stehen. Also regenerieren wir jetzt zweimal. Genau, macht das mal. Genau. Zweimal darf jeder. Wie gesagt, ihr könnt die ganzen Tage über Lehrmeister benutzen, noch und nöcher. Ihr könnt mithelfen, dieser Ausgrabung zu, wie gesagt, dann an Statuen, an Sockeln muss gegraben werden. Dinge müssen abgepaust werden. Da könnt ihr dann auch helfen. Nach und nach werdet ihr dann auch das Vertrauen von den Leuten bekommen, sodass ihr dann auch eben wichtige Verbindungen zu Erechthorn, zu Kerim al-Kedim aufbauen könnt. Gritten Raudups ist natürlich später in ein paar Jahren eine diejenige, die Nersan der Akademie verwaltet und Hilbert von Puspareiken als Saurologe natürlich auch eine Koryphäe neben seinem eigentlichen Lehrmeister, so da werdet ihr dann Verbindungen aufbauen können, die Tage über. Regenerieren wir immer noch mit plus 1 auf ASP? Ja, ASP an diesem Ort immer plus 1. Ah, das ist der Ort, ich dachte das sei das geile Essen oder so. Nee, das ist der Ort. Also zweimal dann. Genau. Ja, wie gesagt, das ist der Ort, an dem damals der dritte Gezeichnete erwählt worden ist, in einem epischen Kampf, in einer Kampfkobule, wo er dann zu dem Tier mit dem Krötenzeichen verwandelt worden ist. Gut, und dann geht es am 16. Hesinde vielleicht weiter, wenn es Jalan wieder gut geht. Wahrscheinlich kann Brindigian da auch helfen oder auch Wascher. Mit der Heilungskraft, die ihn wohnt.
Vielleicht kann Vivian ihm einmal fünf Lebensenergie oder so dem Jalan heilen, bevor er auch sozusagen die letzte Nacht regeneriert. Ich denke also auch, ich bin schon auf 33. Ich schon auf 33, die Nicht-Hexe hat da ja wenig Arbeit geleistet. Dann am 16. Hesinde früh morgens geht es los. Da kann Kasim sich dann noch ausdenken, wie er das im Protokoll übernimmt, die nächsten paar Tage. Also das ist dann, wie gesagt, generisches Zeug. Und dann machen wir nächstes Mal. Ich schreibe da ein bisschen was zu, einfach. Eine Frage noch, Oskur, wie viel Lebensenergie hast du maximal? Ich habe 27. Und die Nicht-Hexe Wascha, wie viel hat die Lebensenergie maximal? Wie viel Lebensenergie? Ja. 32 habe ich. 29. So, nächstes Mal. Ich habe gerade auf die Tokens eingetragen. Ach so. Kasim, du musst dein Token sowieso noch aktualisieren. Brindisha hat das schon gemacht. Und ja. Dann sind wir theoretisch fertig. Willst du auch ASP, Donny? Wenn du ASP hast, natürlich, klar. Was 23 habe ich. Das ist viel für ein Viertelzauber. Ziemlich wenig für eine Hexe. Nächstes Mal geht's dann weiter. Nächstes Mal geht's dann weiter mit Matsiba, dem Eukulizaner und seiner Maraske. Ich habe Angst. Ja, ich durfte auch haben. Hat dein Charakter etwa Angst vor Spinnen? Zum Glück nicht. Frosty hat mir das ausgeredet, als er mich darauf hinwies, dass Dämonenarchen auch Spinnen sind.